Wir sind bei der Eröffnungsgala vom Filmfest München. Ja, wir stürzen uns jetzt ins Getummel und jetzt steigt die Party. Mal schauen, wer alles da ist. Und finden Sie, das Filmfest München hat eine besondere oder eigene Atmosphäre? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist einfach ein sehr persönliches Festival. Viel persönlicher als anderes. Es ist viel mehr, die Begegnungen sind sehr viel einfacher, wie es zu München passt. Was bedeutet das Filmfest München für Sie? Was verbinden Sie mit dem Filmfest? Ich bin leider viel zu selten in München, aber ich mag es sehr gerne. Und das Filmfest ist hier genauso locker wie in Berlin, muss ich sagen. Wie kamen Sie auf Caroline Link, diesen Film als Eröffnungsfilm zu wählen? Also wenn man mit großem Kino aus Deutschland eröffnen kann, mit einer Frau wie Caroline Link, mit einer Oscar-Preisträgerin, mehr kann man sich als Festivaldirektorin nicht wünschen. Was verbinden Sie mit dem Filmfest München? Ich verbinde damit Erlebnisse, die vor 30 Jahren begannen, als ich Student war oder ausgehender Student war und noch keine Einladung bekommen habe fürs Filmfest. Und also haben wir jeden Abend einen neuen Trick versucht, wie wir reinkommen, und meistens sind wir übers Klofenster eingestiegen. Also die Dachrinne hochgeklettert, jetzt bin ich in der Branche. Von wem ist diese wunderschöne Robe? Dress to Impress. Hat funktioniert, oder? Also du gehst nicht nur auf Partys, sondern du schaust richtig viele, mehrere Filme pro Tag an. Nein, das eine schließt ja das andere nicht aus. Es ist also eine Visualisierung des Begriffs Es brennt. Und es brennt beim Film- und Fernsehbranche an allen Ecken und Enden, wegen der Unterbudgetierung. Also du schläfst dann die vollen 7 oder 8 Minuten pro Nacht? Ja, so, ja, sind schon 10. 10 Minuten? Ja, das reicht ja auch. Es werden ständig Ruhezeiten unterschritten, Arbeitszeiten überschritten. Die Leute können zum Teil nicht mehr davon leben. Also es ist wirklich prekär momentan. Wie würdest du das Filmfest München beschreiben, wenn du das im Außerirdischen beschreiben müsstest? Dann würde ich sagen, man hat die Möglichkeit, sich Leben oder auch unechtes Leben anzuschauen mit ganz vielen bunten Bildern. Und dann wünsche ich dir und dem Filmfest und uns allen viel Erfolg. Und es sieht ja auch wieder viel ab. Ja, und next year, same place, same procedure. Same procedure as every year.